Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. Wir sind hier gerade auf dem Weg zu der Ranger Station, die genau hier hinter dem Hügel ist, aber sie ist halt hinter dem Hügel. Und ich bin es nicht. Deswegen muss ich jetzt hier nochmal den Umweg laufen. Ich wollte hier mal gucken, ob ich jetzt, was für Effekte jetzt alles auf mir sind. Ein Stärke, ich habe mehr Punkte, mehr Schaden. Mehr Schadenswiderstand. Ja, ich habe ja irgendwie gerade alles reingeknallt, was ich hatte. Was habe ich denn irgendwie Lustiges, was ich dem da unten für die Füße werfen kann? Jetzt irgendwie fliegen die hier nicht so weit. Ach komm, wir versuchen es trotzdem noch. Nehmt das. Und nochmal hinterher. Schon die Wings gekrüppelt. Schießt, passiert überhaupt was? Jo, jetzt kommen wir dann so angedüst. Der Vögel ist halt schon komplett weggekrippelt. Das sieht, wenn ich auf was gekrippeltes weiterschieße, will ich jetzt wissen. Oh, was. Viel Little Woozy. Schon wieder. Poison. Wieder hier Anti-Venom nehmen. Yes. So sieht das also aus. Mein Gott, ist das hässlich. Wie komme ich denn jetzt da hoch, ey? Muss mir das Spiel jetzt hier so einen ultralangen Weg in den Weg legen? Hey, was? Weg, Weg? Ich glaube irgendwie nicht daran, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt immer noch nicht mich da lang. Oh, was ist das denn? Das ist ja cool. Ich will da rein. Ich bin wie eine Surfmap bei CS hier gerade. Ein neues Perk bekommen. Animal Control. Daytripper, ja. Krieg einfach nur ein längeres Jet has one off, denke. Stay out. The plans kill. Ah, das war 22. Ja, da wollen wir doch sowieso hin. Okay.
Meine Begleiter habe ich auch verloren, aber die kommen wahrscheinlich wieder, wenn ich hier reingehe. Ja, hier wächst wirklich ordentlich was. Ja, dann gehen wir doch mal rein, weil stay out, the plants kill. Don't dead, open inside. Hört ja auch keiner drauf. Was haben wir hier? Restore Terminal. Da ist die Kelly, die wir suchen. Okay, also die Pflanzen wachsen innen sogar wohl noch mehr als hier draußen. Soll ich jetzt meine... Also ich habe ja Temporary Addiction Remover. Wie heißt der nochmal? Da. Fixer. Schon wieder fühle ich mich ein little woozy. Also hier sind überall nur Pilze. Das ist irgendwie voll schwul, dieses woozy. Oh. Ey. Möchte ich da überhaupt hin? Erstmal noch nicht. Erstmal gucken, was hier so sonst ist. Dafür so rumzuplatschen, das nervt wie Sau. Was haben wir jetzt hier? Also komme ich direkt einfach nur eins runter. Okay, aber mit der Waffe möchte ich irgendwie nicht unterwegs sein. Fühle ich mich irgendwie nicht sicher. Okay, immer noch nichts Rotes. Lab. Jemand auch. Ich meine, das steht ja nicht aus Spaß, dass die Pflanzen Menschen töten. Das ist doch scheiße, man sieht überhaupt nichts. Einfach nur alles voll mit Pflanzen. Terminal. Also das ist wohl alles von dieser Frau, die ich gerade so von dieser Keen. Ja, also die Mentisse, sagt sie, sind auf jeden Fall hier irgendwo unterwegs, diese kleinen Viecher, die ich vorhin erschossen habe. Aber sie sagt auch, dass die wohl nicht der Auslöser dafür sein werden. Warum wird denn das Spiel gerade gruselig? Da
Auf jeden Fall gerade was weggerannt hier. Hier komme ich nicht weiter und das Terminal macht halt einfach nichts. Okay. Bin das jetzt hier zu einem Gruselspiel oder was? Was hasse ich da? Das ist schon wieder so ein Duffelbag. Ist das ein Zeichen, wenn es hier Handgranaten gibt? Wenn ein Spiel die Handgranaten gibt, nehmen sie mit. Boah, wie ich das hasse. Alles voll mit Pflanzen. Okay, die beschweren sich über die Geräusche, aber die andere hat ja schon geschrieben, dass die Geräusche von den Mantissen kommen. Sagen, dass die Geräusche jetzt hier unerklärlich sind. Okay. Denn so geknackt? Sind es die Geräusche, die meinen? Achso, okay, da komme ich natürlich nicht weiter. Da ist zu, hier bin ich eben lang gelaufen. Das heißt, ich muss jetzt den Aufzug nehmen, weil da es hier zu ist, Storage, und ich hier unmöglich weiterkomme. Dieses Terminal hier auch so eine Hilfe ist wie nix. Muss ich jetzt zum Aufzug wohl? Ja, hier ist es. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Food Production. Entrance Hall. Da würde es halt weitergehen. Aber da komme ich leider nicht lang. Weil ich denke, das ist Absicht. Ah, hier ist nochmal Stairs. Und hier ist der Elevator. Also ich kann am Schluss auch einfach mit dem Elevator wieder hochfahren. Achso, hey, geht's wieder hoch? Ja. Ah, genau, ich muss ja wenden nach runter. Irgendwie, ich sag zwar immer, ich will in diese Vaults rein, aber irgendwie macht es mich nicht so glücklich bisher. Erstmal wieder eine Knarre in die Hand. Da, jetzt haben wir jetzt endlich mal was Rotes. Okay. Also wir sind auf jeden Fall nicht mehr... was ist das? Das bewegt sich doch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da drauf schießen sollte oder nicht. Ja. Ich sollte drauf schießen. Was bist du denn für ein Vieh? Spore Carrier. Ich verarsche oder was? Muss ich jetzt hier mit den Pflanzen immer danach gucken, oder was? Eintrag 6. Mhm, habe ich verstanden. Also die sagt auch, dass es einfach Typen sind, die von
den Sporen befallen sind. Ja, die geht halt auch immer weiter rein, die Tussi, die wir suchen. Drüben ist schon wieder so einer. Denke ich, bin behindert oder was? Okay. Okay, hier. Oh. Hast du eigentlich nicht deine richtige Waffe? Ich glaube, hinter dieser Tür ist nun etwas. Mal speichern. Ah, requires key. Ah, okay. Da komme ich jetzt einfach nicht so rein. Ist auf jeden Fall ordentlich was drin. Oh, ich hasse dieses Rumgeschleiche und hier ist irgendwas. Sind halt auch komplett getarnt, also auf der Karte sind die unsichtbar. Das sind mir welche. Ich muss ihn halt auch immer treffen mit dieser Streuwaffe. Was noch? Da sind noch welche. Helfen kriegt ihr dann noch ganz gut weg. Oh. Bis ich mal in einen reintrete und mich echt Tode erschrecke. Ja, sag ich doch. Wie nicht gesehen. Boah. Läuft mir gleich eiskalt den Rücken runter. Sie werden auf jeden Fall gerade alle krank. Okay. Virusinfektion. Okay, also, wenn man tot ist, steht man auch irgendwie wieder auf. Food Additive? Was ist denn bitte Food Additive? Okay, nix. Biegt nix, kann nix. Gutes Zeichen, dass es Wichtiges ist. Komisch, da diese Viecher die ganze Zeit nicht sichtbar sind, frage ich mich natürlich, was sind die, die sichtbar sind auf der Karte? Also ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel hier. Hier, achso, hier war ich noch nicht. Hier geht's auch weiter mit Rot. Das hinter der Tür ist, hat mich gerade entdeckt.
diese komischen Mantisse. Aber hier komme ich nicht lang und die kommen da nicht lang. Eat this. Okay, ich glaube, das ist einfach nur zum Nerven dahin gepackt. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht rein. Schlüssel kriege ich wahrscheinlich ein bisschen weiter unten. Aber irgendwie laufe ich lieber mit Waffe rum. Was habe ich denn noch für eine Waffe, die ich mal nehmen kann? Irgendwie schieße ich mit der so ungenau. Den 50er. Schön, diese Pistole hier. Reicht nämlich auch. Ich muss einen Schuss in die Fresse geben, dann war es das mit denen. Verrückt hier. Knackt ihr denn so? Ein Strom hinter der Ecke oder was? Hier ist was los in diesen Vaults immer. Ladies and Gentlemen. Na geil. Dahinter ist wohl irgendwo einer. Geh weg. Pilz im Klo. Okay, guck mal hier. Kann ich hier nichts machen. Das ist Overseer Office. So sehen die mal aus. Genau. Was gibt's denn hier wieder? Ja, machen wir mal das auf. Override engage at door side. Okay. Wieder nicht geguckt, ob hier vielleicht nicht irgendein Vieh steht. Ich bin da so blind. Ich sehe das ja noch nie. Scheiß Viecher hier. Was ist der jetzt überlebt? Ich glaube, die werden stärker gerade. Der hieß nämlich jetzt Brute. Nicht einfach nur Spore Carrier. Ich hätte gehofft, die bleiben so schwach. Aber irgendwie wäre das Spiel dann ja auch ein bisschen langweilig.
nicht alles mit einem Schuss wegnieten kann. Ist die Küche. Was kann das Terminal hier? Also. Okay. Pflanzen hier sind scheinbar nicht so nett. Sieht wohl danach aus, als würde es darauf hinauslaufen, dass ich diesen ganzen Vault hier abfackel. Wenn es hier so ekelhaftes Getier gibt, wäre es vielleicht auch angebracht. Wobei, ist es ein Getier oder gepflanzt? Also dürfen Veganer das essen oder nicht? Da bist du doch schon wieder. Genau. Sehen schon scheiße aus, die Viecher. Ist noch einer. Den habe ich von oben erschossen. Da die sich nicht bewegen und die einfach nur so rumchillen, geht's ja fast. Geil finde ich es aber trotzdem nicht. Ich, der Probleme mit Grün hat, kriegt grüne Gegner. Danke, Spiel. Sehe ich keiner mehr. Hi. Was mit deinem Kopf, du Penner? Das war jetzt so ein Spore Carrier, der Kleine, da. Das war die Keycard. Teddybär. Ist noch einer. Runt. Das ist ein kleines Kind, oder? Kleines Kind hier. Hier war auch ein Kinderbettchen.
Sieht schon so aus, als würde das die Körper richtig befallen. Ja, geh doch rein. Hey, was ist das denn? Steh mal ab, Artiger. Hier ist niemand drin gestorben, scheinbar. Hier sieht's noch schön aus. Puh. Das ist jetzt hier oben gerade gestorben. Warte, er bewegt schon aber. Jo, Junge. Na, der Kopf. Hä? Hey. Weg mit dir. Plant. Okay, hier gibt es auch auf jeden Fall eine Pflanze, die nicht so cool unterwegs ist. Ich muss kurz vor den nachladen, scheiß Vieh. So, was halten die denn aus? So langsam hier. Vielleicht möchte ich dann doch mal die Waffe wechseln. Ich habe schon so manchen Pilz im Bett bekommen, aber solche noch nie. Okay, tut mir leid, der war echt total daneben. Das wird nie wieder vorkommen. Naja, jetzt hört ihn ja eh keiner. Muss ich mir ja keinen Kopf machen. Problem. Action. Not detected. Okay, also die haben auch immer gemerkt, dass da irgendwas in der Luft ist. Was haben wir denn gelernt? Feuer ist gegen Pflanzen gut. Irgendwie habe ich vor was Angst. Ich habe eh vor allem Angst. Gerade darauf hinweisen, Freundchen, du solltest einen Flammenwerfer besitzen. Also wie abschalten, das nervt. Habe ich jetzt den Flammenwerfer überhaupt? Also ich habe gerade eben einen aufgehoben, das ist mir schon bewusst. Ah ja, gut, habe ich hier einen. Der gut viel Schaden macht. Als wenn mir mal was zu nahe kommt. Feuer drauf. Okay, hier bin ich auch komplett durch. Da komme ich her. Das zu. Auf jeden Fall was Feindliches direkt unter mir oder so. Ich bin schon im Forst, glaube ich.
Savage heißen die jetzt schon. Die Namen von den Viechern ändern sich auf jeden Fall. Ja, gut, zieht ihm halt überhaupt keine Lebensenergie ab. Das ist irgendwie ziemlich ernüchternd. Was macht der für einen Schaden? Der macht 19 Schaden und der macht 39. Der macht auch nicht viel mehr, aber der kriegt ihn natürlich direkt aus dem Leben. Eine Pflanze, die schießt. Was ist hier eigentlich los? Die ich glaube ich eben gesehen habe. Oh. AER-14 Prototyp. Und was haben wir denn jetzt hier aufgehoben? Irgendein Lasergewehr. Einfach nur mal gucken, ob das was gegen die Typen bringt. Wenn ich doch so ein Ding schaffe, mit dem Stöpfe, kann ich sie wenigstens auch mal einmal abfeuern. Also da komme ich her. Irgendwas tut es hier schon wieder. Can't run from me. Wer will denn hier auch rennen? Hier ist doch noch gar nichts. Hoffe ich jedenfalls. In der Scheibe wieder welche. Hallo? Da ist keiner drin. Da ist keiner. Terminal. Das sind jetzt schon, ja gut, ich hab's eh schon aufgemacht. Das ist das Loch hier, wo die herkommen. Ich glaube, im Nachbarraum knistert's. Will ich. Oh, Schreck! Schau mich doch nicht zu, du Scheißspiel. Giant Mantis. Keep looking. Die kriegen einfach viel weniger Schaden. Okay, ich bin noch nicht der Laserwaffenbenutzer. Alles klar sonst? Terminal. Download Research Data. Yes. Okay, die Daten habe ich. Tussi muss ich halt noch finden.
Pflanze angeschlichen. So, wahrscheinlich, weil ich die Tür da hinten aufgemacht habe, kann ich jetzt einfach die Abkürzung nehmen. Finde sie wahrscheinlich ein bisschen schneller. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist sozusagen jetzt hier die Abkürzung zu der Dame, weil es eigentlich der Rückweg ist. Hallo? Hallo? Ich speichere mal hier, wenn sie schon so scheiße aussieht. Die Waffe schießt auf jeden Fall saugenau. Weg fliegt der Kopf. Oh my. Can't run from me. Die finde ich jetzt zum Glück nicht so schlimm, die Viecher. Ekelmutanten fand ich das schlimmer. Ist ein Gegner durch mich durchgelaufen? Was ist hier eigentlich los? Da! Hey! Da ist sie. Took your sweet time. I suppose the NCR sent you. Oh, she's such a dear. Not like that pompous little pedant she works for. Good. Meet me on the second level, and I'll explain what needs to be done. Und da steht sowas drauf. Auf der Waffe hinten. So, sollen die jetzt im Second Floor treffen? Ist schon eklig hier. Aber wir haben sie gefunden, hey! Den ganzen Geschiss hier. So viel Munition für diese Laserwaffe. Ich hoffe, dass die Frau jetzt hier das ganze Ding anzünden will. Guck nicht so dumm. Wieder Level up. Ein bisschen ganz. Ich weiß nicht, ob 100 das höchste sein wird. Keine Ahnung.
Oh, ich kann jetzt wieder. Wie, was habe ich denn nicht hier? Das bringt mir nichts, weil ich ja leider so große Waffen spiele. The power. Gibt. Sind immer noch ganz schön viele, die nicht freigeschaltet sind. Alter, gibt's so viele. Das ist ja echt brutal. Was mache ich denn jetzt? Ja, das ist doch cool. Leid trage ich hier immer, oder? Das ist doch Leid, genau. Endlich nach 35 Stunden. Hmm, what's this? Did you do these repairs? Not bad. Not bad at all. Ja, hab ich gemacht. Saves me time, I guess. See you upstairs.
War ich jetzt hier schon? Hier geht noch was. Lauter ausgeschaltete Computer. Nee, da geht noch was. Okay. Okay, die reden hier über die Viecher. Die Mantisse. Die, dass die Sporen schießen und mit denen was passiert, das möchte ich jetzt nicht mehr lesen. Ich habe jetzt ja alle kaputt gemacht. Food Production. Ich meine, mit der Waffe muss ich jetzt auch eigentlich nicht hier rumrennen. Können wir hier was Neues benutzen? Noch? Ach komm, wir benutzen einen Flammenwerfer. Was schleppe ich denn so ein Scheißding die ganze Zeit mit mir rum? Weg da! Hat so ein Ei zerschossen. So ein Key aufgehoben. Das hält hier das Ding genau. Also hier ist diese Riesengänge genau an dem Ding. Wo geht's hier? Oxygen Recycling. Die haben halt hier hinten alles aufgegraben. Die Scheißviecher. Das ist, was ich gesehen habe, den Gang. Von außen. Was ist das denn? HEPA 20 Filter. Achso, das sind diese Filter, wo die gesagt haben die ausgetauscht. Hier komme ich jetzt trotzdem nicht rein. Schade. Jedenfalls habe ich irgendwas eingesammelt, was mir was bringt. Bestimmt irgendwann mal. Aus der Tür komme ich nicht raus, wenn ich den Schlüssel nicht habe. Gehe ich da mal hier hoch. Auch alles zu. Na toll. Was war denn jetzt eigentlich hier? Sind vielleicht die Viecher verbrannt? Und dann war da die Sackgasse, okay. Also die hatten echt ein Problem mit ihren Viechern. Aber ich habe irgendwie vollkommen die Zeit vergessen. Deswegen mache ich jetzt hier mal eine Zwangspause. Und lass dann mal in der nächsten Folge weitergehen.